Als nächstes am Wort Michael Hammer, ÖVP. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, geschätzte Damen und Herren hier im Hohen Haus und vor den Bildschirmgeräten. In der Vorbereitung dieses Tagesordnungspunkts habe ich mir ausgesucht, meine Rede zum selben Thema vor ein paar Monaten. Man braucht eigentlich nur die Fraktionen austauschen. Damals war es von den NEOS beantragt, jetzt von der FPÖ. Und es ist grundsätzlich, und das halte ich eingangs fest, natürlich wichtig, sich über Verbesserungen, Optimierungen und Anpassungen im Sozialversicherungsbereich zu unterhalten. Es ist aber ein bisschen plakativ, wie es von diesen Fraktionen immer wieder eingebracht wird, wenn man sagt, naja, bloß durch das Zusammenlegen der Sozialversicherungsträger spart man sich erstens sehr viel ein und wird das System deutlich besser. Weil eins muss man schon festhalten, und das möchte ich auch ausdrücklich tun, sowohl das Sozialversicherungssystem als auch das Gesundheitssystem in Österreich ist ein hervorragendes. Dass es Verbesserungen in der Abwicklung, in der Optimierung der Strukturen gibt, über das kann man reden. Ja, aber was die Leistungen und das System allgemein betrifft, glaube ich, sind wir hier sehr, sehr gut aufgestellt. Und es ist auch festzuhalten, und das muss man auch den Bürgern und den Versicherten immer wieder sagen, weil ja gesagt wird, ja, wenn man optimiert, wenn man zusammenlegt, spart man sich so viel ein und die Leistungen werden dann entsprechend besser. Ich glaube, man muss schon dazu sagen, wir geben 2-3% derzeit für Verwaltung in diesem Bereich aus. Die Leistungen sind unterschiedlich, das stimmt, aber man muss auch dazu sagen, wenn man die Systeme von heute auf morgen zusammenführt, dass dann der eine weniger Leistungen bekommt oder der andere mehr Beiträge abzuleisten hat. Und auch das sollte man sich überlegen und muss man dazu sagen, weil nicht alles so leicht harmonisierbar ist. Ich glaube, man sollte den konsequenten Schritt der Optimierungen weitergeben. Möchte auch hier nochmal sagen, es sind ja die Sozialversicherungsträger schon von 29 auf 22 reduziert worden. Die Bundesregierung hat sich auch festgelegt, eine Effizienzstudie durchzuführen. Die wird auch gemacht. Und ich glaube, auf Basis dieser Ergebnisse sollte man dann entsprechend weiterentwickeln, optimieren. Aber bloß zu sagen, alles zusammenzulegen, zu zentralisieren, macht es besser, ist ein bisschen einfach dargestellt. Danke sehr. Das Sozialversicherungssystem sei gut aufgestellt, meint Michael Hammer von der ÖVP. Das bloße Zusammenlegen der Sozialversicherungsträger führe nicht zu Einsparungen, sagt er.